Değerli arkadaşlar tekrar merhabalar. Kitabımızdan kaldığımız yerden devam ediyoruz. 6. bölümü okuyoruz. Hemen başlayalım. Evet, öncelikle sesi dinletiyorum. Sonra Türkçe çevirmeye çalışacağım. Sonra tekrar sesi dinleteceğim arkadaşlar. Es ist 11 Uhr. Carsten Zara steht mal wieder im Stau. Woher kommen die vielen Leute mit ihren blöden Autos? Denkt er. Sind die alle arbeitslos oder was? Dann muss er grinsen. Schließlich sitzt er selbst auch in seinem Sportwagen, obwohl er nicht arbeitslos ist. Sportwagen? Ein toller Sport, hier mit 1000 anderen Autofahrern auf der Straße zu stehen. Jeder Fußgänger ist schneller. Er tippt eine Nummer in sein Handy. Eine Frauenstimme meldet sich. Telemat AG, Service Center, mein Name ist Lechner. Was kann ich für Sie tun? Hier ist Carsten Zara. Ich habe hier etwas, das einem Ihrer Mitarbeiter gehört und will es gerne zurückgeben. Leider kenne ich seinen Namen nicht. Ich weiß nur, dass er kommt, wenn unsere Telefonanlage nicht funktioniert. Können Sie mal im Computer nachsehen, Frau Lechner? Gerne, Herr Zara. Wenn Sie mir sagen, wann und wo? Gestern zwischen 16 und 17 Uhr bei der Firma TechSub. Einen Moment bitte. Im Telefon ist jetzt Musik zu hören und eine sanfte Frauenstimme wiederholt alle 10 Sekunden. Ihre Zufriedenheit ist unser Erfolg. Bitte haben Sie noch einen Augenblick Geduld. Die Ampel schaltet auf grün. Ihre Zufriedenheit ist unser Erfolg. Es geht einige Meter voran. Dann muss Carsten Zara wieder bremsen. Bitte haben Sie noch einen Augenblick Geduld. Wenn das so weitergeht, dauert es Stunden, bis er wieder im Büro ist. Ihre Zufriedenheit ist unser Erfolg. Bitte haben Sie noch einen Au... Die Musik stoppt. Herr Zara, hören Sie? Ja? Unser Mitarbeiter heißt Markus Beisel und wohnt in der Lilienstraße 31. Im Moment arbeitet er auf einer Baustelle in der Bayerstraße 58. Sie sind sehr erfolgreich, Frau Lechner. Wie bitte? Naja, ich bin sehr zufrieden mit Ihnen. Was? Ich verstehe Sie nicht. Ach, vergessen Sie es. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Tschüss. Evet, değerli arkadaşlar. Dinlemeyi yaptık. Hemen yavaş yavaş Türkçe çevirisini yapalım. Sonra tekrar bir dinleme daha yapacağız. Buradan bölüme geliyorum arkadaşlar. 6. bölümdeyiz. Burada görüyorsunuz. Evet. Es ist 11 Uhr, saat 11. Carsten Zara steht mal wieder im Stau. Yani Carsten Zara bir kez daha arkadaşlar trafiğin içerisinde. Stau trafik arkadaşlar. Trafiğin içerisindedir. Woher kommen die vielen Leute mit ihren blöden Autos? Yani bu saçma arabalarla birlikte. Yani saçma arabalarla. Yani bu kahrolası arabalarla bu insanlar nereden geliyor böyle? Arkadaşlar böyle bir soru var. Woher kommen die vielen Leute? Yani bu kadar insan onların yani bu saçma arabalarıyla blöd yani böyle nefretimsi arabalarıyla nereden geliyorlar böyle? Denktir diye düşündü. Sind die alle arbeitslos? Hepsi işsiz mi bunlar? Hepsi işsiz mi? Oder was ya da ne? Dann muss er grinsen. Sonra sırıtıyor. Schleizig. Aniden sitzt er selbst auch in einem Sportwagen. Yani kendisi sitzt er selbst yani kendisi bir spor arabanın içerisinde oturuyor. O böyle nicht arbeitslos ist. Yani aynı zamanda kendisi mesela işsiz değil. Yani işsiz olmamasına rağmen kendisi bir spor arabasının içerisinde oturuyor arkadaşlar. Ki spor arabası denirse. Ein toller spor yani çok güzel bir spor arabası. 20.000 anderen Autofahren auf der Straße zu stehen. Yani öyle bir spor arabası ki yani binlerce arabanın içerisinde, binlerce arabanın arasında şu yani trafiği çok fazla olan caddenin içerisinde durmuş. Hareket edemiyor. Yani spor araba olmasına rağmen hareket edemiyor anlamında arkadaşlar. Yani binlerce diğer arabanın arasında olduğundan dolayı hareket edemiyor. Jeder Fußgänger ist schneller. Hatta yani hani her yaya bile ondan daha hızlıdır arkadaşlar. Schneller daha hızlı anlamında. Er tippt eine Nummer in sein Handy. Er tippt eine Nummer in sein Handy. Yani telefon, cep telefonuna bir numara yazdı arkadaşlar. Eine Frauenstimme meldet sich. Yani bir
Bayanın sesi karşı taraftan geldi. Yani cevap verdi. Telemat Service Center. Yani telemat servisi arkadaşlar. Merkezi. My name is Lechner. Adım Lechner. What can I offer you? Sizin için ne yapabilirim? Here is cousin Sarah. Ben cousin Sarah. Ich habe hier etwas. Das, ich habe hier etwas, das einem ihren Mitarbeiter gehört. Yani diyor, burada sizin bir çalışanınıza ait bir şey var. Bir şeyim var. Und will es gerne zurückgeben. Ve onu geri vermek istiyorum. Leider kenne ich seinen Namen nicht. Fakat ne yazık ki ismini bilmiyorum. Ich weiß nur, bildiğim tek şey, dass er kommt, wenn unsere Telefonlage nicht funktioniert. Yani bizim telefonlarımız çalışmadığı zaman o geliyor. Onun geldiğini biliyorum. Können Sie mal im Computer nachsehen? Lütfen bilgisayardan kontrol edebilir misiniz? Frau Lechner. Gerne, elbette. Herr Zara, Bay Zara. Wenn Sie mir sagen, wenn und wo? Yani bana ne zaman ve nerede? Yani geldiğini söylerseniz anlamında. Söylerseniz yardımcı olabilirim. Gestern zwischen 6 und 7 Uhr. Yani dün 16 ile 17 arası. Bei der Firma Tesap. Yani Tesap firmasında. Einen Moment bitte. Bir dakika lütfen. Im Telefon ist jetzt Musik zu hören. Und eine sanfte Frau Stimme wiederholt alle 10 Sekunden. Yani telefonda arkadaşlar müzik çalmaya başlıyor. Yumuşak bir bayan sesi her 10 saniyede bir bunu tekrar ediyor. Wiederholt tekrar ediyor. Ihre Zufriedenheit ist unser Erfolg. Bitte haben Sie noch einen Augenblick Geduld. Yani sizin memnuniyetiniz bizim başarımızdır. Lütfen biraz daha sabırlı olun. Bitte. Evet. Geduld sabır demek. Augenblick yani birazcık daha sabırlı olun. Die Ampel schaltet auf grün. Yani bu arada zannedersem arabayı çalıştırıyor. Yani evet. Özür dilerim arkadaşlar. Die Ampel yani lambalar schaltet auf grün. Yani yeşil yanıyor bu sefer. Trafik lambaları yeşil yanıyor. Ihre Zufriedenheit ist unser Erfolg. Yani memnuniyetiniz bizim başarımızdır. Es geht einige Meter voran. Tekrar birkaç metre gittikten sonra dann muss Cousin Sarah wieder bremsen. Aniden tekrar yani frene basıyor. Çünkü trafik sıkışıklığından dolayı 1-2 metre gidiyor. Tekrar frene basıyor. Bitte haben Sie noch einen Augenblick Geduld. Lütfen birazcık daha sabırlı olabilir misiniz? Wenn das so weitergeht, yani bu böyle devam ettiğinde dauert es Stunden, yani bir dakika sürmüş, bis er wieder im Büro ist. Tekrar Cousin Sarah arkadaşlar bürodaymış. Yani buraya gelmiş. Böyle devam edeydi. Ihre Zufriedenheit ist unser Erfolg. Yani memnuniyetiniz bizim başarımızdır. Bitte haben Sie noch einen Augenblick Geduld diyecekken burada müzik duruyormuş arkadaşlar. Die Musik stop, müzik durdu. Herr Zara, hören Sie. Yani Bay Zara, dinliyor musunuz? Yani orada mısınız? Ja, unser Mitarbeiter heißt Markus Beisel. Unser Mitarbeiter heißt Markus Beisel. Yani çalışanımızın ismi Markus Beisel. Und wohnt in der Lilienstraße 31. Lilienstraße, yani Lilien Caddesi'nde 31 numaralı dairede oturuyor. Im Moment, şu anda arbeitet er auf einer Baustelle. Yani bir bina yapım inşaatında şu anda çalışıyor. In der Bayerstraße 58. Yani Bayerstraße'de, Bayern Caddesi'nde 58 numarada bir bina yapımında çalışıyor. Sie sind sehr erfolgreich, Frau Lechner. Yani çok yardımcı oldunuz, Frau Lechner. Wie bitte? Kadın diyor ki, wie bitte? Yani çok başarısınız, erfolgreich, yani çok başarılısınız anlamında da olur arkadaşlar. O da diyor ki, kadın anlamıyor, diyor ki, wie bitte, yani nasıl? Ja, ich bin sehr zufrieden mit Ihnen. Yani siz, yani çok memnunum, yani sizin bana bu yardımınızdan dolayı çok memnunum. Ah, was, öyle mi? Ich verstehe Sie nicht, sizi anlayamıyorum, kadın diyor. Ah, vergessen Sie es. Lütfen unutun gitsin. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Tschüss. Yani yaptığınız yardım için size çok teşekkür ederim. İyi günler anlamında arkadaşlar. Evet. Burada 7'ye geçiyoruz. 7'ye geçmeden önce tekrar bu bölümün
sesini dinletmek istiyorum. Orada da belki tekrar dinlediğinizde anlamlandırma konusunda daha ileri olabilirsiniz. Bakalım. Es ist 11 Uhr. Carsten Zara steht mal wieder im Stau. Woher kommen die vielen Leute mit ihren blöden Autos? Denkt er. Sind die alle arbeitslos oder was? Dann muss er grinsen. Schließlich sitzt er selbst auch in seinem Sportwagen, obwohl er nicht arbeitslos ist. Sportwagen? Ein toller Sport, hier mit 1000 anderen Autofahrern auf der Straße zu stehen. Jeder Fußgänger ist schneller. Er tippt eine Nummer in sein Handy. Eine Frauenstimme meldet sich. Telemat AG, Service Center, mein Name ist Lechner. Was kann ich für Sie tun? Hier ist Carsten Zara. Ich habe hier etwas, das einem Ihrer Mitarbeiter gehört und will es gerne zurückgeben. Leider kenne ich seinen Namen nicht. Ich weiß nur, dass er kommt, wenn unsere Telefonanlage nicht funktioniert. Können Sie mal im Computer nachsehen, Frau Lechner? Gerne, Herr Zara. Wenn Sie mir sagen, wann und wo? Gestern zwischen 16 und 17 Uhr. Bei der Firma TechSub. Einen Moment bitte. Im Telefon ist jetzt Musik zu hören und eine sanfte Frauenstimme wiederholt alle 10 Sekunden. Ihre Zufriedenheit ist unser Erfolg. Bitte haben Sie noch einen Augenblick Geduld. Die Ampel schaltet auf grün. Ihre Zufriedenheit ist unser Erfolg. Es geht einige Meter voran. Dann muss Carsten Zara wieder bremsen. Bitte haben Sie noch einen Augenblick Geduld. Wenn das so weitergeht, dauert es Stunden, bis er wieder im Büro ist. Ihre Zufriedenheit ist unser Erfolg. Bitte haben Sie noch einen Die Musik stoppt. Herr Zara, hören Sie? Ja? Unser Mitarbeiter heißt Markus Beisel und wohnt in der Lilienstraße 31. Im Moment arbeitet er auf einer Baustelle in der Bayerstraße 58. Sie sind sehr erfolgreich, Frau Lechner. Wie bitte? Naja, ich bin sehr zufrieden mit Ihnen. Was? Ich verstehe Sie nicht. Ach, vergessen Sie es. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Tschüss. Evet. Değerli arkadaşlar, sesi de tekrar dinlettik. Evet. Bir başka videoda, yani bir sonraki videoda diyelim, 7. videoda tekrar kitabımızı okumaya devam edeceğiz arkadaşlar. Kitabımızın diğer bölümü de var. Orada tekrar görüşmek dileğiyle herkese kolaylıklar diliyorum.